So, und damit willkommen zurück, seid gegrüßt zu einem neuen Zwergis großer Spieleabend. Ein neuer Spieleabend auf Twitch live mit dem Zwergenfürst. Wir spielen heute als erstes Caderan. Ein kleines Indie-Game, was ich mal gekauft, geschenkt. Ich glaube, ich habe das irgendwann mal im Steam Summer Sale irgendwie für ein paar Cent gekauft. Okay, ich bin zu hören. Sehr schön. So, willkommen zurück zum Stream mit dem geboosterten Zwergi. Yay. Ich muss damit ein bisschen angeben. Das ist ein bisschen. Lasst euch impfen. Will ich mal ein bisschen. Ja. Da muss man mal ein bisschen Botschaft rausbringen. Als Streamer, als gutes Vorbild vorangehen, mal ein bisschen. Ja. Habe ich mich heute boostern lassen. Noch geht es mir gut. Das ist erstaunlich. Also momentan nicht mal der Arm tut mehr weh. Das ist also. Mal schauen, wie es mir morgen früh geht. Morgen früh nach dem Aufstehen. Weiß man nicht. Das ist vielleicht brauchen die Nebenwirkungen nur ein bisschen. Vorhin hatte ich ein bisschen Kopfschmerzen, aber das ist normal. Das habe ich. Das müssen nicht zwangsläufig die Nebenwirkungen sein. Die sind davon, dass ich den ganzen Tag an der Schule, an der Berufsschule, eine FFP2-Maske trage. Davon habe ich Kopfschmerzen. Aber ist ein Preis, den man gerne zahlt, dafür, dass man andere nicht ansteckt. Dafür, dass man sich selbst eventuell nicht ansteckt. Weil auch mit Booster kann man sich noch anstecken. Ist massiv unwahrscheinlich, aber ja. Wird immer unwahrscheinlicher, je öfter du dich impfen lässt. Und selbst Omikron hat es schwer mit Booster. Gut. Lasst euch impfen, lasst euch boostern. Kleine Ansprache am Anfang. Ich würde mal sagen, starten wir rein, schauen wir uns das Spiel Candle an. Die Screenshots, die ich hier sehe, sehen doch schon ganz putzig aus. Spielen wir es mal ein Weilchen an, ein Stündchen, anderthalb, wie ich Bock habe, bis ich keinen Bock mehr habe. Und dann, also 10 Minuten. Und dann schauen wir mal, ob wir noch was anderes spielen. Starten wir mal das Spiel hier. Rein in den Spaß. Dadurch Entertainment. Kann ja nur großartig sein. Teku Studios. Ein gut Dadurch Publisher. Die haben auch ganz schön Crap auf ihren. Die haben auch ganz schön Crap rausgebracht. Wenn man auf Steam bei denen nachguckt. Die haben auch ein bisschen was an Bullshit. Natürlich auch nicht gefeilt. Also die Musik will ich mal gerade ein bisschen. Schauen wir mal, was Deadlick gepublished hat. Das Entwicklerstudio ist ein anderes. So vielleicht. Rauschen Blumen, was? Steuerung klassisch. Sprungarten Space. Laufenden Space. Klassisch wäre. Nämlich klassisch, oder? Passt doch. Okay. Kleiner Lichteffekt. Ja, warum nicht? Spanisch, Englisch, Spanisch, Englisch. Nehmen wir mal Englisch. Text auf Deutsch.
Untertitel, würde ich mal sagen, oder? Vollbild haben wir schon, oder? Ja, solide. Dann würde ich mal sagen, neues Spiel. Auf geht's. Einstellung getroffen. Legend tells us that the gods created and destroyed the world four times. Mhm. Sachen gibt's. A ray of light beamed down from the sky and struck the earth. Ich bin blind. From it flowed water, spilling out over the mountains and plains. With it, life was born. After their intervention, the gods observed how this life expanded. Patiently, they watched its evolution and development. Trees spread over the arid earth, and the sky, previously gray and roiled by endless storms, turned calm. Time passed, and the ephemeral creatures that inhabited the world evolved. Intelligence and consciousness emerged. Some of the beings started to speak to their creators. We thank them for having given their lives meaning, for things worth striving. Heute wieder mit der Straßenbahn gefahren. Ich bezweifle es. All this, something marvelous. Ich bezweifle es stark. Civilization. Different peoples multiplied and flourished in harmony, sharing knowledge and becoming wiser and wiser. The gods contemplated all of this with satisfaction. But then, something happened. These creatures, who had come so far, were invaded by ambition and greed. All the knowledge accumulated over centuries. Der Job sieht schon sehr spannend aus. Were now being used by some to dominate others. That's when the violence started. Wars broke out like a great storm, devastating everything in its path. Everything that these beings had achieved evaporated. The gods were furious. A great firestorm raised the earth and burned down its forests. The water that emanated from the mountains evaporated. The peoples were condemned, and all intelligent creatures vanished in the flames. Then the gods decided to try again. As the teachings of his master flooded his mind, Teku opened his eyes. In front of him he saw all the stars in the firmament. Suddenly he heard a fire crackling nearby. The last thing he remembered were the voices of alarm. His home was being attacked. Then he staggered to his feet. There was no time to lose. Das sind einfach bewegte Teku mit Pfeiltasten. Oh nö. Gott, jetzt können wir mal kurz. Nee. Okay. Spielsteuern können wir. Wahrscheinlich nicht. Gut, jetzt haben wir uns für die Spielweise entschieden. Jetzt spielen wir. Ach, Shift. Festzuhalten. Ah, ja. Verstehe.
Okay, hier müssen wir hoch. Wenn du dich dem Feuer näherst, wird ein Icon angewendet werden. Drücke S, um damit zu interagieren. Du kennst dir ein Icon, Aktions-Icons, im Hilfereiter des Menüs ansehen. Wenn du H drückst, geh nun wieder runter, um herunterzuklettern. Okay, achso, um herunterzuklettern, geh zum Abhang und drücke nach unten. Achso, geh nach unten, um herunterzuklettern, ja. Tutorial. Du kannst weiter springen, indem du Space drückst, während du läufst. Okay. Yay. Geh zur Fackel und hebe sie auf, indem du es benutzt. Im Pausenmenü kannst du dir das Inventar ansehen, wenn du auf I drückst. Aha. Und H war das hier. Ah. Steuerung. Kaptufackel. Die Fackel war zerbrochen, als sie aus der Halterung in einer der Dorfhütten gerissen wurde. Aber sie war immer noch gut genug, um eine Flamme zu entfachen und es zu tragen. Pause, versuch doch einmal, dich in der Halterung zu sehen. Wer ist da? Tekko couldn't go on. It was too dark. Sollte man vielleicht mit einer Fackel mitnehmen. Ach, das ist das Zeichen. Hurra. So, hier hoch. Deine Kerze muss brennen. Wenn du dunkle Orte erkunden willst, benutze die Fackel, die du gefunden hast, um ins Feuer zu gelangen. Mit I war das, oder? Nee. H. Ja, schon wieder vergessen. E. Weiß nicht, E. Bin mir sicher, es war E. Kerze löschen, Licht benutzen. Vertikal. S war's. Eine kaputte Fackel. Jetzt muss brennen. Ui. Okay. Nimmt sie ein kleines Streichholz. Zündet sich ein kleines Streichholz von der Fackel an. Statt die ganze Fackel mitzunehmen. Zünde sie. Okay. Betritt die Hütte. Oha. Oh no. That poor man told Tekko what happened. The tribe of the Wakcha had attacked the village and captured prisoners. One of them was Yaka, the tribe's shaman. He had to do something. Shaman? Sind wir ein Pokémon? Das ist ja zum Shaman. Aha. Wer da? Oh nein! Ein Wakcha-Krieger. Wenn er einem Feind begegnet, wird Tekko versuchen, sich heimlich zu bewegen, um keinen Lärm zu machen. Solltest in der Nähe von Feinden nicht laufen oder springen. Verlassen sie leise die Hütte. So viel dazu. Einige Feinde werden deine Kerze merken, wenn du ihnen zu nahe kommst. Lösch deine Kerze, indem du D gedrückt hältst. Geh näher an den Wachtscharan und stoße ihn in die Kluft. Oh nein.
mit der Arme. Entzünde eine Kerze wieder. Tengu kann mit der helligen Kraft des Feuers einen hellen Lichtblitz um sich erzeugen. Damit kannst du die Geheimnisse aufdecken, Mechanismen aktivieren und einige Charaktere werden darauf reagieren. Drücke D und benutze einen Lichtblitz, um zu entkommen. Noch drücke D, um einen Lichtblitz zu machen, aber und die löscht doch die Flamme aus. Aha. Okay, nur kurz drücken. Sehr hübsch. Errungenschaft freigeschaltet. Adventure of Wales. Willst du speichern? Sehr gerne. Na dann, auf geht's ins Abenteuer. Before going into the forest, Teku looked back one last time. His village, once full of life, was now an immense flame that reared up against the darkness of the night sky. The few survivors of this Spiel süß. Das heute ist dazu Quatsch, aber das Spiel ist so süß. Kleine Menschen denken und tears streamed down their masks as they thought about all that had been lost. So liebevoll. But there was no time to lose. He was determined to find Yaka and the rest of his men. After all, a light guide must never abandon its shaman, no matter what. After 3 hours of crossing the forest, as he followed the trail of the Wakchas, the first rays of sun started to filter through the branches of the trees. When he emerged from the thicket, Teku stopped at the foot of a cliff. The captor's trail ended there. There was a large marsh down below, and a few bonfires dotted the landscape. It could be them. Teku leaned out over the abyss, trying to figure out the best way of getting down, without realizing that the ground he was walking on was giving way under his feet. His adventure was about to begin. Wake up, Teku. Come on. Aufwachen und auftauchen. Oha. Wo sind wir hier gelandet? Oh, die Flamme ist aus. Die Fackel können wir nicht mehr benutzen. Es beginnt das Jump'n'Run Adventure hier. Ich denke, wir können das hier schieben. Okay, ich habe eine andere Idee. Wir können was hier rüber schieben. Ganz genau. Bisschen Kraft. Was waren das? Ein paar Stricksprünge?
Es klappt nicht mehr. Okay, wir haben eine kaputte Vase. Aber jetzt müssen wir runter. Und mit Anlauf. Ups. Sehr schön. Wir sind tot. Wir wurden gefressen. Ich habe auch Strichsprünge. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Und sechs. Und sieben. Und acht. Wir müssen früh an Bord. Und zehn. Und elf. Und zwölf. Und dreizehn. Und vierzehn. Und fünfzehn. Und 16 und 17. Frühsport, ahoi. Und 20 und 21 und 22 und 23 und 24 und 25. Ja, gut zu erreichen. 26. Okay, wir haben eine Vase im Inventar. Wie können wir die nochmal ausrüsten? Da. Verzeihung. Spielstark. Aha. Vielleicht können wir es ja mit dem Geistesblitz mit dem. Können wir nicht. Haben wir nicht. Mal kapiert habe. Spiel speichern, Gegenstand benutzen. Aha, hier hoch. Was haben wir hier? Meditieren. Oh, hier können wir speichern. Sehr schön. Nutzen wir hier den Save Point. Das ist ein mysteriöser Schalter. Hier bin ich nicht mal. Oha. Und weiter rauf. Okay. Teku observed the gigantic carved rock. It appeared to be an effigy of a powerful toad. Erinnert mich an. It must represent somebody important. Nevertheless, the wooden structure didn't seem very stable. The Night of the Rabbit. Genau daran erinnert. Teku observed the gigantic carved rock. It okay, was soll man machen? Oha. Warum ich damit nicht gerechnet habe? Das ist so eine Frage. Es wird mich darunter verstecken, glaube ich.
Okay, vielleicht sollten wir mal runterklettern. Okay, das bricht nicht ein. Keine Leiter mehr hier. Oh, Schande. So kann man auch sterben. Auf in die Spitzen springen. Aha. Aha. Wir können dann über den Stein rüber, wenn der dann dort ist. Das heißt, wir müssen nur einen Weg wieder runterfinden. Und los. Warum ist die Leiter jetzt auf einmal weg? Geht das nicht. Wir müssen uns irgendwie dahinter verstecken, aber Rumpf. Wir müssen irgendwie einen Weg von hinter dem. Das bringt nichts. Okay, aber der rollt doch immer lang und hier runter können wir scheinbar nicht. Und vorrennen bringt er auch nichts. Oh. Okay. Könnte das mir irgendwas bringen? Ja, toll. Ah, sehr schön. Scheint was zu bringen. Da ist die Leiter auch wieder. Ein Feuerstein, wenn ich das richtig sehe. Okay, können wir hier mal hoch? Ja, können wir. Autsch! Das soll ich nicht kommen sehen. Mach denselben Fehler nochmal. Natürlich, ich bin komplett blöd. Ich glaube, die Impfung hat auf mein Hirn angeschlagen. Das ist irgendwie. Das ist heute. Ja. Wir kommen da nicht anders hoch, oder? Ich wollte gleich springen, also einfach mal hops, hops, hops und dann. Das wäre vielleicht eine Idee. Wenn man frühzeitig abspringt, könnte man vielleicht auch. Hier ist ein Loch, da könnte man runter. Und scharf kann den Stein vielleicht. Thank you.
RS. Können wir was machen, aber das ist dann... He wasn't aware of it yet, but Teku had the solution right in front of his eyes. Mhm. Nein, 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 nein. Okay, und das mit Liane steht. Natürlich. Ach, zu blöd zum Scheißen hier, also. Der Hinweis stand ja aufs. War hier aufgekritzelt. Hinweis auf dem Felsen. Und wär's mal damit. Strange mechanism seemed to be controlling the water, coming out of the enormous gourd. And Teku remembered having seen that symbol before. Mm-hmm. Okay, wir spielen das auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Ich würde sagen, anderthalb Stunden machen wir voll. Ich habe aber heute noch tierisch Bock, mit euch noch was anderes zu spielen. Daher würde ich mal sagen, auch wenn das Spiel wunderhübsch ist, wunderschön ist, wir können es ja vielleicht irgendwann mal weiter spielen. Ich würde es heute wirklich erstmal auf die ersten anderthalb Stunden begrenzen. Okay, ein bisschen springen üben müssen wir auch noch. Erstmal springen lernen. Störung kapieren. Okay, da sind Hebel. Ah, hier können wir hoch. Da sind Hebel. Ups. Was machst du denn? Oh, ich dachte, ich kann mich an den kleinen Ast vielleicht. Ach, verdammt! Steuerung und so weiter. Da ist noch ein Boden, vielleicht können wir... Ne, so doch nicht. Wenn wir gerade hier runterfallen... Ne, brechen wir uns nur das Genick auf der Kante. Hüpfen, das ist vielleicht, kommen wir da drüben auf die blaue Sache. Okay, war ein Versuch wert. Es war 5 Versuche wert. Nice. Hebelchen. Aha. Was machen wir mit dem dritten? Dem dritten Rädchen. Okay. Mm-hmm.
Ah, ich habe eine Idee. Jetzt haben es doch alle den gleichen. Oder nicht? Das gleiche Ding oben. A strange mechanism seemed to be controlling the water, coming out of the enormous gourd. And Teku remembered having seen that symbol before. Ein Zimmer hatte das schon mal gesehen. Da oben. Immer so ein Symbol. Aha. A large symbol painted in green was hidden behind the enormous rock. He didn't know its meaning, but he had the feeling it was something important. Ah, okay, Wasser, Feuer, Feuer. Das eine springt mit Wasser und das andere dem anderen beim Feuer. Wenn ich mal so interpretiere, dass erst das eine links Wasser ist, müssen die anderen Feuer werden. Das eine können wir nicht steuern. Du hast ein kleines Rätselspiel hier. Mhm. Wasser, Feuer, Feuer. Gibt es dann eine Chance, die beiden? Okay, es bringt nichts. Okay, bewegen sich nicht, wenn dort im Wasser ist. Ah, okay, warte, ich muss das so hinkriegen, dass die gleich auf sind. Wenn ich es dann noch einmal drehen kann, dann weiter auf Feuer. Feuer, Feuer und hier haben wir Wasser. Sehr gut,
So muss das. Ein weiteres Rätsel gelöst. Hurra. Aha. Könnte er erstmal hier runter? Inventar hätten wir scharfkantige Steine und leeren Krug. Und einen leeren Krug auffüllen. Das ist eine Idee. Aha, okay. Und was du sagst. Und hoch hier. Sehr hübsch. Okay, ich habe kein Feuer. Death Counter plus 1. Und da haben wir wieder so einen Schurken. Nein! Gefuttert. Wir wurden gefuttert. Sekunde, okay. Muss mal kurz hier. Bin gleich wieder da. Ich mache jetzt keine Pause, ich muss mal ganz kurz. Dringende Angelegenheiten klären. So. So, na dann. Oh, it was a major warrior. But unfortunately, there was no trace of the shaman. It's possible that the main group had gone on ahead. You had to be careful. They were very dangerous. Den Arm sollte ich nicht so bewegen. Was? Haben wir das auch mal gesehen? Das war ein nice Move, aber. Okay, können wir speichern, oder?
Save Point. Jetzt hoch. Jetzt hoch. Als ob. Das hat nicht funktioniert. Der Angriff ist wohl nicht so schnell. Ja. Warte. Wenn er weit weg ist. Oh. Einfach ein Selbstmord gesprungen. Ich dachte, ich könnte damit umlegen. Was passiert hier? Nein. Wie löst sich dieses Rätsel? Aha. Da mal ein Zeichen. Das wäre Selbstmord, oder? Nee, hopp. Okay, er sagt mir, dass da können wir irgendwas mit dem Inventar machen. Vielleicht können wir einen Krug da hochstellen oder nicht guckt. Nein. Lasst mich. Okay, irgendwas müssen wir da drauf stellen. Entweder ein Krug oder... Ah, wie habe ich das noch nicht... Habe ich noch nicht kapiert. Wie wählen wir denn die Sachen aus? Ich habe das Menü, aber ich kann da irgendwie nicht. Stier, scharf wäre ein Messer. Das wäre bestimmt das Messer, der Stein wäre bestimmt eine gute Idee, aber wie einsetzen? Das gegenüber Schubsen ist auch keine Nähe. Wenn wir uns Decken haben, so und so fort. Welcher ist das? Womit sitzt die Gegenstand ein? So einer muss es ja sein. Das wird mir auch nicht, nur nicht ausreichend geklärt. Was machen wir hier?
Eigentlich müsste das ja jetzt hier. Nee, da weiß ich wirklich nicht. Meine Taktik wäre jetzt durchrennen. Nee. Was? Wie? Was? Warum? Was? Kommt der einfach runter? Könnten wir mal versuchen? Den Levi Jenkins machen, wenn die beiden dort sind. Ich denke, das wird nichts bringen, aber. Nein. Was können wir machen? Sterben. Okay, das wollte ich nicht. Sehr fein. Sehr fein gemacht. Vielleicht können wir die Flamme ausmachen, dann. Warum haben wir sie ja anzünden können? Das irgendwie ausrüsten oder? Ah, okay, Sekunde. Da passiert was, wenn wir auf den Stein dort, auf den Fels dort drücken. Also wenn wir den spitzen Stein dort in die Fassung legen, dann rechtzeitig ein C draufstellen. Schießt ja was. Nein. Das heißt, wir müssen einen spitzen Stein in Halterung befestigen. Aber wie wir das machen, habe ich auch noch nicht herausgefunden. Und was die passende Tastenkombination dafür ist. Das scheinbar nicht. Okay, was ist eine Komplettlösung raussuchen oder was ist hier? Ich verstehe gerade die Steuerung nicht. Was müssen wir hier. Woran hapert es? Ich meine, ich habe die Lösung für das Problem, für das Rätsel gefunden, aber wie wir das umsetzen, ist die Sache. Das wüsste ich gern. Also, wir sind ja noch nicht weit gekommen.
Die hilft mir absolut nicht weiter. Die komplett Lösung. Dann machen wir selbst einen Weg. So machen wir mal alle auf uns aufmerksam. Wir hängen hier nur ein bisschen ab. Können wir nicht. Okay, irgendwie können wir die blenden. Ist ja auch eine Lösung. Scheint zumindest irgendwie. Okay, ich lasse mir mal kurz ein bisschen helfen. Weil ich die Störung halt nicht begreife. Was muss hier passieren? Ich muss nicht scheren, nein. Können wir vielleicht zurückgehen und hier... Das haben wir noch nicht gemacht. Würde das mir irgendwie helfen? Dann kann ich hier runter. Da hoch, aber... Wozu? Jetzt habe ich ein Seil. Können wir da was kombinieren? Noch irgendwas finden? Hier das Licht hinbringen vielleicht? Das ist auch ein kleines Ding. Ich meine, es hat uns schon mehrfach gefressen, aber... Ich habe schon mehr Angst vor den Flammen. Wir müssen hier mal gucken. Okay, und nun? Jetzt haben wir eine Puppe. Und ein Seil. Ich würde hier mal speichern. Das ist grundsätzlich keine blöde Idee. So, aber wir, jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwie kombinieren, dass das da... Das war da die Flacke... Und das eine mit dem anderen kombinieren dann... Daraus ein Katapult basteln.
Ja. Oder doch nicht einfach zurückgehen und die Sache erstmal gut sein lassen. War ungewöhnlich für Spieler, mal zurückgehen zu müssen, aber vielleicht ist jetzt die Leiter. Waren wir da schon mal? Ne, waren wir noch nicht. Sie waren noch gar nicht. He had heard stories about those platforms. The ancients used them to travel rapidly to distant places. Da brauchen wir vielleicht noch ein paar Sachen. He needed his candle to be burning. Aha. Was? Was ist hier gerade passiert? Und wo sind wir hier rausgekommen? A swarm of bees is coming after Teku. Ich hab doch Feuer. Da muss die nächste Statue rein, die wir schon gefunden haben. Is coming after Teku. Okay. Sieh, dass wir uns nicht fallen sollen, verlassen sollen. A swarm of bees is coming after Teku. Gehen wir runter und dann hier. Irgendwie hier den Stein ablegen. Und was zum, dass man da, damit war das zumindest haben. Nee. Das würde nichts bringen. A swarm of bees is coming after Teku. Ich dachte, wir haben Feuer. Ja. Dann halt nicht. Teku immediately recognized the man who was asking for help. It was one of the bodyguards of Yaka, his tribe shaman. Mm-hmm. He had to help him, but how could he get to him? Ich hab da so eine Idee. Hey!
Wie nutzt man denn die Gegenstände, wenn ich das mal wüsste? Gegenstände mal auswählen könnte. Komplett nur so, sag du mir was, was ich dir machen kann. Prinzipiell. Weiß, wenn man die Sachen öffnet, ist das halt kritisch grün oder unten dann nicht so rum. Das ist hier. Ich überlege gerade. Beziehungsweise lasse ich mir durch die komplette Lösung helfen. Okay, das ist ja was ganz am Anfang. Hase. Will der Bienen essen oder will Honig oder was? Okay. Und dann war den irgendwie los. Da werden wir. Jetzt kommen wir hier weiter. Oha, nee, hier waren wir noch nicht. Oh, Kobita. Aha. Sie wurde gefesselt von den Gefangenen gefesselt werden. Kein Viechern. Und die haben ja einen Schlüssel mitgenommen. Ist das die Schamanen? From the looks of it, the Wakcha warrior had taken the windmill and chained up the boat to prevent anyone from following them. Mm-hmm. Teku had to get the key. Nein. Der Schlüssel. Mit dem Schlüssel zum Boot gehen. Passt nicht. Ah, doch, passt. Aufgemacht. Zweitens. Wir gehen zurück zu ihr und geben ihr eine Münze. Eine Bronze. Ein blauer. Und sie segelt mit uns. Für eine Bronze und eine blaue Münze. To cross over to the other side, the old lady asked Teku for 2 coins in exchange for the trip. Ah ja. Mal schauen, wo wir den Schlüssel herkriegen. Ja. So nicht.
ja. Und Save Points. On the stone column blocking the road, there was a banner with symbols painted on the canvas. The only one that could be seen above the rock showed a leaf. Perhaps it was a clue. Ah ja, ein weiteres Rätsel. Okay, wir haben blaues Zeug, gelbes Zeug und rotes Zeug. Und nun? Nina. Das war wahrscheinlich falsch. Gelb. Und rot. Orange. Nun kann man endlich Dings hier. Blau und gelb müsste doch grün machen. Ja, exakt. Das ist doch, glaube ich, die gewünschte Farbe, oder? Ah, ja. Sehr schön. Bisschen Farbmischung. Ah, okay. Regentropfen. Müssen wir blau hinkriegen. Und einmal rot. Ach so, mehr rot können wir nicht drauf machen. Ach, orange. Orange für das Feuer. Das Rätsel kriegen wir gelöst. Sehr schön. Sehr tolles Rätsel. Gefällt mir. Ein bisschen Farbmischung. Okay, was haben wir hier in der Werkstatt und Wasser? Nicht unter Wasser, aber steht im Wasser. Man kriegt feuchte Füße, wenn man durchläuft. Oha. Ich dachte mir schon fast, dass da was kommt. Aha. Den Käfig müssen wir befreien. Vielleicht bringt es uns was, wenn wir das, wenn wir da Licht machen. Nicht wirklich, oder? Tja,
Gut, kommen wir da vorbei. Ja gut, lassen wir es glaube ich sein. Sprechen wir hier mal zwischen. Ich denke, fürs erste Mal haben wir das hier für den ersten Antest-Stream, fürs kleine Let's Test-Stream haben wir das ganz gut angespielt. Müssen wir mal gucken, ob ich irgendwann, wenn ich irgendwann Bock habe, kann man es noch weiterspielen. Ich weiß es nicht. Es ist, ja. Ja, teilweise war ganz lustig. Hier vor allem das Rätsel, das fand ich toll. Ja. Weiß ich nicht. Muss ich ehrlich sein. Für ein Let's Play wäre es jetzt nicht. Hätte jetzt nicht die Motivation, da jetzt alle Rätsel zu schaffen und so. Das wäre mir ein bisschen zu. Okay, ich würde mal sagen. So ist das für heute gewesen sein. Nicht für heute. Soll das hier für dieses Spiel gewesen sein. Wir spielen gleich noch ein anderes Spiel. Für YouTube bin ich das jetzt auf YouTube als letztes hochladen werde, als das Stream Aufzeichnungsdings das zerteilen werde. Dann würde ich mal sagen, werde ich wahrscheinlich machen. Also deswegen glaube ich nach oben auf YouTube. Glocke aktivieren, habt noch einen tollen Tag und haut rein. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Bis zum nächsten Video. Gut, ich deinstalliere es mal erstmal, um Platz auf der Festplatte zu bekommen. Und wir spielen gleich noch ein bisschen was. Wir spielen nämlich noch, ich habe schon ein bisschen, ihr seht, ich habe schon ein bisschen ausprobiert, um zu gucken, ob es das was taugt. Und ich würde mal sagen, wir spielen heute noch ein Stündchen oder anderthalb. Mal gucken, spielen wir hier noch ein bisschen Golf Club Wasteland. Habe ich mir jetzt auch gekauft. Okay, spielen wir noch ein bisschen Golf Club Wasteland nach der kurzen Pause. Ich lege eine kurze 15 Minuten Pause ein. Dann sehen wir uns gleich wieder. Dann geht's weiter hiermit. Machen wir das so, oder? Ab in den Warteraum mit euch, in den Pauseraum. Und bis gleich. Yeah.
Und weiter geht's. Wir spielen Golf Club Wasteland. Weiter geht's. weiter geht's. Ja, ganz genau. Wir spielen Golf Club Wasteland. Ja, auf geht's. Schon angekündigt vor der Pause. Und golfen wir mal ein bisschen. Dann mal gucken, Studios, FMOD. Ach, FMOD, die haben einiges gemacht. Einiges Tolles. Und Tod, denke ich das. Gesundheits- und Sicherheitshinweis. Blinkende Bilder. Ja, dieses ist ein Videospiel. Kopfhörer für die ultimative Erfahrung. Habe ich auf. Golf Club Wasteland. So, da gab es ein tolles Intro, was ich jetzt leider nicht gesehen habe. Es ist, glaube ich, nur beim ersten Starten. Schade eigentlich. Neues Spiel starten. Ich will neues Spiel starten. Ja. Ich will neues Spiel starten. Willkommen im Ödland. Ich rannte zum Sperrgebiet, wo das Taxi-Raumschiff gelandet war. Das Intro sagt halt nochmal die ganzen. Das Radio läuft im Hintergrund, Nostalgie-Radio von der Erde, wie sie damals war. Die Story wird in der ersten Cutscene, in der ersten Intro erklärt, dass die Welt kaputt gegangen ist und die Leute auf Mars jetzt leben und bestimmte Leute und also manche Leute, die sich leisten können, reiche Leute, die steigen in ihr Raumschiff und fliegen zurück zur Erde, um in den Trümmern der postapokalyptischen Erde Golf zu spielen. Genau das ist die Hintergrundstory. Und wir spielen den Story-Mode. Und genau so läuft das hier. Du bist hier ein kleiner Astronaut hier und spielst Golf hier auf dem kleinen Planeten. Auf dem kleinen großen Planeten. Ja, genau so. Und durch die verwüsteten Trümmer der Erde. Der Alexanderplatz hier wird, das ist, wenn man aufmerksam auf das hört, was im Radio läuft hier. Da berichten halt, ich hab's halt schon ein bisschen gespielt, da berichten Leute über ihre Zeit damals, als die Erde noch intakt war und so. Damals die gute alte Zeit. Ja. Das war kacht. Now, when I think back, I visited more often than my college. And I remember the beat in my chest and all these young bodies. Radioaktivität. Normalerweise hat das die Ankunft einer Gruppe bedeutet. And counting beats and techno songs, but one song was very strange. It just went repetition, and then this female vocal would creep out of nowhere. Ist eigentlich auch kein Spiel, wo man wirklich viel. Also was jetzt nicht wirklich fürs Let's Play gedacht ist, was wo man jetzt, habe ich mir auch beim Ausprobieren ich mir gedacht, das kannst du halt nicht wirklich, eigentlich kannst du da kein Let's Play draus machen. Kann man vielleicht ab und zu mal streamen auf Twitch, wenn dann ein aktiver Chat wäre, wäre das noch lustiger. Das ist halt so ein bisschen zum Entspannen, mal so ein Gelegenheitsspiel mal für zwischendurch. Weil eigentlich muss das auch unkommentiert. Ich merke schon, wenn ich jetzt hier rede, rede ich über das, was im Radio hier läuft. Eigentlich muss man das muss man laufen lassen. Man muss einfach ein bisschen. Düstere Zeiten dröhnen heran und der Prophet, der eine Apokalypse schreiben wollte, musste ganz neue Bestien erfinden. Und zwar so erschrecklich. Mit schlechtem amerikanischen Akzent. Keine Chantiersymbole dagegen, nur sanfte Täubchen und Amoretten wären. Die Götter verhüllen ihr Antlitz aus Mitleid mit den Menschenkindern, ihren langjährigen Pfleglingen. Das Deutsch. Gleich zugleich.
auch aus Besorgnis über das eigene Schicksal. Und ja, 2 years later, I ended up... Oh, schon vorbei. Aber gut, gut. Gutes Deutsch. Das ist, man hört den englischen bzw. amerikanischen Akzent raus. Aber ja. Da hat jemand geübt. Da hat jemand Deutsch gelernt. Das ist schon gut, das ist nicht. Hab schon Amerikaner schlechter Deutsch reden hören. Okay, disclaimer out of the way. We actually have a surprise for Mirva. We tracked down that weird song in her head and got it in the archives for all to hear. Grab a tube of OMS. Wahre Träume. Sie trugen Schutzanzüge und sahen riesige Insekten mit Jetpacks aus. Warmest memories. Radio Nostalgia from Mars. Radio Nostalgia. Ja. Mhm. Ich sollte mal gerade mal in der Titel werde ich jetzt nicht ändern, aber sollte vielleicht gerade mal Kategorie ändern. Was spielen wir gerade? Wie ist denn das Spiel? Natürlich, jetzt weiß ich das Spiel nicht. Funksignal, gut. Tja. Golf oder sowas, wie ist das? Golf. Repetition. Golf Club Wasteland hieß das, oder? Ja, Golf Club. So Golfspieler sind halt hier. Das Spiel ist halt richtig top, um es selbst zu spielen, um es beim Streamen zu spielen, einfach mal so ein bisschen parallel zu labern, einfach mal, das ist verbrannte Brücke. Es ist halt nicht, und es hat halt, also es heißt zwar Story Mode, aber es ist halt jetzt nicht wirklich. Versteht ihr, wie ich es meine? Es ist halt einfach zurücklehnen, chillen und ein bisschen, ja. Bisschen golfen mit der Community. Wie gesagt, mit aktivem Chat wäre es halt echt geil. Ich kann auch hier richtig was vorgeholfen. Ein bisschen labern. Das ist bestimmt auch ganz toll. Ja. Die Tauben haben hier alles voll geschissen. Die Drecksviecher. Jetzt, wo keine Autos mehr rumstehen. Ich glaube, wir müssen hier ein bisschen. Das hat hier viel gebracht. Da rollt sie runter. Und das Geländer dort ist nicht durchlässig. Das machen wir in der Maustaste hier, also das hier steuern. Sehr gut. Ich mache hier bessere Würfe als in der Proberunde.
Oh nein. Wo schieße ich denn hin? Ich hätte den Mund halten sollen. Schwörst doch nicht herauf. Das ist... Beschwörst doch nicht. Ich mache bessere Würfe als in der Probrunde. Ja. Na immerhin. Ich dachte, ich kann ein bisschen höher ziehen. Schritt für Schritt. Ist auch vieles russisch, habe ich schon in der Probe festgestellt. Das Radio hat ja einiges. Manche Segmente kenne ich hier durchaus auch russisch wieder. Mix aus russisch und... Oh nein. Wie sollen wir da jetzt rankommen? Auf die Hand. Another thing that can get into your head is living conditions here on Mars. Life up here on Mars can be overwhelming at times, so along with the soothing Omas drink, no stress, no fuss, it bears mentioning. Es gibt hier natürlich auch den Herausforderungsmodus, wo da ein bisschen. Es gibt noch einen Hardcore-Modus, den musst du erstmal freischalten. Für die Leute, die nicht chillen wollen, die einfach mal ein bisschen Herausforderung brauchen. Aber wir wollen hier. Oh, wirklich. Okay, time for another story. Our last caller for Tussauds Show is Francesco. Wir nehmen hier den chilligen Weg. Of his last days on Earth, as the great catastrophe kicked into high gear. Stories, memories. Hurra, Map abgeschlossen. Container mit Schmuggelware. Radio Nostalgia from Mars. It was an extremely unique summer. Käffchen habe ich hier. My parents would not let me out because of the floods in Italy. My father went to the greenhouse and working in the greenhouse on the vineyard. And my mother was a doctor. She read Italian films. I was very small. But I remember many days when our neighbors would gather at our house and make plans. Sandbank. It rained heavily at night. Das ist so toll. Powerful people want to take my great-great-grandfather's land. Nur so kommt auch wieder nicht. But one image stuck in my memory. It was daybreak. Noch sind die Maps hier nicht zu hart. Ich glaube, die Demo-Version von dem Spiel habe ich mal, ich habe auf einer Gamescom gespielt. 2020, 2021, ich weiß nicht. Yacht ohne Party. Also ein paar Maps davon durften wir schon in Demo-Version auf einer Gamescom machen. War es dieses Jahr oder also letztes Jahr? Gamescom 20 oder letzten Gamescom oder auf der vorletzten Gamescom? Ich glaube auf der letzten. Ich glaube, das war die 21er Gamescom. Wenn mich nicht alles täuscht. Die Erinnerungen sind noch relativ frisch daran. Das heißt, es muss doch die neueste sein. Übrigens, die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht, wie ich dachte, dass wir dieses Jahr wieder Gamescom vor Ort haben in Köln. Chancen stehen nicht zu mies. Leipziger Buchmesse findet jetzt wieder in Leipzig vor Ort statt. Werde ich hingehen. Bin jetzt geboostert. Lasst euch boostern. Maske tragen. Besorgt euch eine gut sitzende FFP2-Maske. Und dann ziehen wir uns auf der Buchmesse im März wieder. Mitte März ist die, glaube ich. 17. bis, ja, in dieser Woche 17. bis
weiß nicht, 20. wie war das, März. The Mars mission. In a way, the people who killed my parents found me in Italy. Nice. And recruited me. Legt eine Waffe oben drauf. Oha. You can say. It is ironic, no? My parents fought for freedom. Nice. I cannot say I'm free here on auf dem Gummiboot. They took my Schlauchboot. For the population increase program. Here on Mars. Ach komm. Often in the middle was of soll the das night, was soll das sein? Parents saying. Nice. Gedacht. Katjusch auf dem Hügel. Gesente Coscienza. Katjuscha. Das ist ein russisches Lied. E il ritorno per molti non fu. O Gorizia, tu sei. Das klingt doch russisch. Ne, ist englisch. Oder? Ogni cuore che sente coscienza. Bin mir nicht sicher. Dolorosa ci fu la partenza. Klingt sehr russisch. E il ritorno per molti. Ja, ist russisch. Non fu. Oder? Ins Gewässer. Umweltverschmutzung. Ja, heute ein paar entspanntere Spiele. Svenis großen Spinnerabend. Ach, wisst ihr was? Ich werde das, ich werde die, werde den Spinnerabend komplett auf YouTube hochladen. Ich werde das nicht so, werde nicht Candle einfach als Ding rausschneiden und ich starte das mit hoch. Als Ganzes. Ich habe da zwei Verabschiedungen mit drin. Warum nicht? Kann YouTube auch sehen, wie wir hier ein bisschen golfen. So, über das Auto drüber. Na komm. Ja, war klar. Wie schaffen wir es hier jetzt raus? So nicht. Müssen vielleicht ein bisschen zurückschießen. Aufs pinke Auto drauf. Der Hunger fälscht die Liebeserklärung in Belgrad. Aha, okay. Ah, das Herz angeguckt. War gerade ein bisschen abgelenkt.
Migrantenmutter. Was? Okay. Was? Okay. Ja, auf jeden. Ach so. Nichts getroffen, Schnaps gesoffen. Hat die Kuh gefressen, das den Ball. Die Arme. Ach Mensch, Kuh, lass doch mal den Ball in Ruhe. Das schmeckt doch nicht. Das Gras schmeckt leckerer. Grimbel. Müssen wir jetzt aus der Tonne? Na toll. Rein in die nächste Tonne. Ich wollte gerade fragen, bleibst du gleich in der Tonne oder? Ach, Kuh, Mensch. Also nicht Kuh, Mensch, aber. Ach. Die Kuh mal. Nice, der war gut. Nicer Treffer. Ishmael und die Albino-Giraffe. Was? Ja, ich glaube, hier habe ich aufgehört mit der Probe und ne, dass ich das gespielt habe. Case of Apocalypse. Und hier. Hans und der Helpers Gas. Gott. Helpers Gott. Oh, okay, das. Eine Hitbox. Das Schild. Das wusste ich nicht. Nice. So kann man es abprallen lassen. Ein verlassenes Dino. Zerstörtes Dino, da brennt drin. Erinnert ein bisschen an Life is Strange. Spoiler. Spoilerwarnung. It's been a real journey. Music, stories and memories. Radio Nostalgia from Mars has it all. If you want to be involved with RNFM, have a story to tell, a memory to share, contact us via the usual internet channels and leave a short message outlining your contribution. Once your story idea is vetted and greenlit by corporate, we'll track you down to organize. Unter die Giraffe ist das Ding. Okay, müssen wir, glaube ich, mal hier runter. And we are not permitted to give out criteria, so stories and ideas are submitted. Vielleicht können wir unten lang spielen. A big thank you to our show sponsor, OMS, the no stress, no fuss. Ja, wir können unten lang spielen. Im Dino. And a big thank you to corporate for allocating us this precious time and their resources on this tight beam to you. Fast. Enjoyed the show. It's been a pleasure to take your hand. Nur Spiel in der Giraffe. Eine weiße Giraffe. Always reminds us that no matter how cramped and stuffy we feel, in the getroffen. Weiter geht's. WC. Meine Mutter braucht ein Albino-Baby zur Welt. Mich. Was? Okay. Schlechter Wurf. Natürlich, wie sollen wir jetzt von hier was werfen? Wie kann man das gucken? Ich denke, wir müssen hier ins. In die Röhre müssen wir rein. Oh, ja, das Klo ist. Das Klo ist das Loch. Na toll. Was ist hier auf Klo los?
Toilettenmonsters explodiert. Aha. Hier kommen wir raus. Hier hätten wir noch reingekonnt, wenn wir von der Seite gekommen wären. Da kommt er. Na dann rein ins Klo. Ach, hier hätten wir auch von oben dann hier reinspielen können. Und zack. Der wäre jetzt gut gewesen, wenn ich abgesprungen wäre und dann rein. Ja, ein bisschen höher. Verdammt. Hätte was werden können. Na toll. Überspringen verfügbar. Warum sollte ich? Nice. Versenkt. Und runtergespült. Aufzug ins Nirgendwo. Der Refit Trainer. Das ist weit. Kriegen wir den Ball rein ins Spaceball-Dings. Dingens. Nicht Baseball, wie hieß das? Basketball. Na komm, das mache ich jetzt extra. Das werden die Städte der Welt aufgezählt oder was? Panzer hier. Der bestimmt eingelocht, der Panzer. Ach komm. Wenn wir noch hier einen Basketball hinkriegen. Stunden später. Ach, es wäre fast was geworden. Die Musik ist ein bisschen creepy gerade. Nice, Mannschaft freischaltet elegant. Ah, ich dachte, der Panzer hätte Kollision. Verdammt. Ich soll nicht denken, ich weiß. Wird das doch nichts. Please stand by for next transmission. Please stand by for next transmission. Please stand by for next transmission in 20 seconds. Sagt das jetzt alle?
10 Sekunden. 15 seconds. 5 Sekunden. Aha, Röhre. 10 seconds. Ach Mist. In 5 seconds. In 1 second. Kann man da hoch oder? Ne, kann man nicht. Dann müssen wir hier auf den Buddy drauf. Some more stories from our beloved callers and news and views from around our base out here among the stars. Bisschen Stricher werfen vielleicht. Like I said, your tight beam to radio nostalgia from Mars. Breathe easy. Kick back. Durchatmen. Ach, Dreck. Sie sind warum in Russland? Pajitnov. Pajitnov Kaffee. Aha. Hat jahrelang Russisch in der Schule. Ich kann Russisch lesen. Verstehen ein bisschen schwieriger. Na, das könnte. Ah ja, das heißt, der heißt der Aufzug. Müssen wir einen Aufzug benutzen? Nein. Bisschen schiefer werfen. Nicht so schief. Arg. Wir müssen hier auf den Bulli drauf und dann vom Bulli aus. Sehr schön. Am besten die Scheibe zu drummen und dann da durch. Genau so. Nein! Nein! Was rollt denn der verdammte Ball wieder zurück? Niedrig. Nein, mach keinen Scheiß. Ich mag das Level nicht. Justice im Mülleimer. Die deutsche Sprache wird ja von amerikanischen Studios und so mal ganz gerne genutzt, um so eine fremde Sprache zu, um so ein paar Wörter hinzuschreiben, die wirklich Sinn machen, wie zum Beispiel Justice im Mülleimer. Das kann kein Ami verstehen, wenn das liest. Sieht halt gut aus, das ist halt
Wenn du das versuchst vorzulesen, dann klingt das halt als glaubwürdig irgendwie. Es ist halt das, halt eine echte Sprache, die gut klingt und die aber unbekannt als irgendwie, als da ist ein Wort, ja, weiß nicht, was das bedeutet. Das ist, sieht aber toll aus. Weil Deutschland hat unheimlich, deutsche Sprache hat unheimlich gute malerische Wörter. Das ist die Mülleimer. Das ist ja für, das ist ja in anderen Sprachen. Das ist. Versteht ihr, wie ich es meine? Selbst Mülleimer ist ja so ein malerisches Wort. Das klingt ja so. Ja, so romantisch wahrscheinlich für Ausländer, für Amerikaner und für Anderssprachige. Their information turned out just as distorted as ours, but we find one channel that changed. Das haben Mülleimer. Ich meine damit die Trashcan. Nur das die genau Trashcan und Mülleimer. I mean, nothing was coming out, even on the black market, which incidentally was fully. Selbst ja, der Müll, nicht der Trash. So we knew something was up. Of course, Alpha Love Media spun this situation heavily. The insurgents were blamed for everything, disrupting supply lines, stealing aid, and so on. But it was really Alphaville stockpiling on a scale unseen in modern history. What tipped us off that they were planning to leave Earth is what they were stockpiling. Fuel. Specifically, dinitrogen, tetroxide, and hydrazine. Old school. But their chemicals used as rocket fuel. They're easy to store, but they're highly toxic and require careful handling, which explained another gruesome. Auf vom Titel mit dem Selfie Stick. Was? Aber sie hat keinen Selfie-Stick. Sie macht ein Selfie, aber sie hat keinen Stick. So toxic, even scavengers stayed away. Coincidentally, it suddenly became much easier to get a multi-day work pass into. Ach verdammt! We were so hungry and focused on other resources, we didn't make the connection. We assumed the workers were skipping on the visa. In fact, I was planning to do the exact same thing. So actually, I lucked out. I'm a small guy, and Alpha was so strapped for labor at that point that I was given an unscreened pass. Oh, Abkürzung. Ended up in heavy labor, moving enormous containers into storage with mechanical suits, but it didn't fit them. So I was just given a scanner instead and told to scan serial numbers all day. It was very hard to breathe, so I traded for a spare hazmat suit on my drunk guard and put it on. Not unusual at all. Das ist noch. All day in a hazy. Technically, just walking outside required Knopf. Das hat nochmal ging. Twice. I mean, hindsight is 2020, but those containers, where the rocket fuel? And du hast 2020 gesagt. And transported safely. All those guys died, withered to skin and bone. 2020. Again, it was all hidden in plain sight. Hell, we were all skin and bone at that point. We just assumed everyone was starving. I only got on one of the last ships up to Mars because I was in a hazmat suit and holding that scanner, which I think had stopped working within the first days of my assignment. I never told anyone, and no one ever asked. I guess I was confused with security or something. All I remember is being yelled at. Nice. Rushed into a shuttle and then Kunst überdauert alles. Calling me Scully. The name embedded in the biometrics of the suit. Keine Kunstausstellung. I never saw my crew. Or this again. Jetzt geht's übers Dach. Es sind genug kaputte Scheiben, aber erstmal einfach durch die Scheiben fliegen, die noch nicht kaputt sind. Nice. Nice Treffer. So please maintain your suits properly and follow decontamination protocols strictly at all times. Ach komm. No suit,
no life, as we say. Neuer Tagebucheintrag. Windschmerz auf dem Balkon. Das Endlevel machen wir noch. Right. Oh. How about a 21st century song remixed in 22nd? Who's watching who? Espionage or true love? I guess we'll never really be quite sure. Von Balkon zu Balkon oder was? Ich werde es mal versuchen. Nee, nicht aus Versehen mal runter. Okay, das Dach ist nichts, wo wir drauf können. Doch ein kleiner Androidenmensch. Jetzt geht's hier rüber. Auf den nächsten Balkons. Ist ja toll. Verschiedene Maps hier. Und futuristischen Look. Find's mega, das Spiel. Zerstört einen apokalyptischen Look. Verdammt, hätte es da nicht bleiben können. Das war knapp. Eine Matratze. Sehr schön. Nice. Das hat geilen Geraden gemacht. Kriegt raus, was das ist. Was das Wort war. Ja, nicht zu viel verlangen hier. Erstmal nur auf das nächste. Und so geht's auch. Ne, so geht's nicht. Das will nochmal hoch. Verdammt. Vielleicht kriegen wir es mal so hin. Nö. Da wollen wir hier runter. Ist auch total liebevoll gestaltet, dieses Indie-Game. Das ist halt auch jedes Geräusch, du kriegst halt hier wirklich. Jedes weiß ich nicht, aber du kriegst halt hier wirklich auch ein. Das Gitter, man hört es halt leise im Hintergrund. Und hat hier. Ah, Surveillance Love Song, an oldie, but a goodie. Sophie Jazz reminding us that love remains as complicated as ever, despite our patented matchmaking algorithm. Überspringen verfügbar, wieso sollte ich? On the subject of complications, the Mars Time Conglomerate has asked me to mention that even though Mars is 40 minutes longer than the day on Earth, you do not have to manually add 40 minutes to your clocks every sol. We are officially on Mars clock time, so every second, minute and hour across all systems and devices are 2.7% longer by design. I know it's confusing at first, but just keep time as usual. For all practical purposes, we live a 24-hour day up here, just like we did on Earth. Слушайте, радио Ностальгия за Марса.
Aha, dämpft der Mars. Eine andere Umrechnung der Stunden, also die Stunden sind ein bisschen umgeändert worden, damit man aber einen 24-Stunden-Tag simulieren kann. Man hat die Definition von der Stunde ein bisschen verschoben, damit man... Macht keinen Sinn, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, aber das ist, ist natürlich jetzt auch wieder gefährlich selbst wissen, aber auf dem Mars wäre doch ein anderer. Ich meine, der ist ja näher oder weiter weg von der Sonne und da ist natürlich, dreht sich auch anders um die Sonne. Als die Erde. Und da müsste es ja... Müssen die Tage auch länger sein und die... Das Jahr auch länger sein, da müssen andere Zeiten... Müssen andere Sachen gelten. Andere Zeitgesetze. Naja, prinzipiell kannst du es ja so lassen, wie du willst. Das ist ja. Ich meine, mittlerweile. Das bedeutet schon noch Tag und Nacht. Das ist. Prinzipiell hat man ja. Prinzipiell ist ja Tag, wenn es hell draußen ist und nachts, wenn es dunkel draußen ist. Das ist, die Frage, ob man das dann noch so definieren muss. Auch heutzutage noch. Das ist. Wer macht denn wirklich nur, das ist die meisten Leute, das ist höchstens noch als Kinder oder so, das ist halt zur früheren Zeit ist man vielleicht ins Bett gegangen, wenn man es dunkel wurde und so weiter, das ist halt, zu modernen Zeiten, spätestens mit der Erfindung des elektrischen Stroms, dann spielt das ja keine Rolle mehr, ob es draußen hell oder dunkel ist. Es ist halt dann viel Zeit eigentlich. Prinzipiell ist ja, wie Albert Einstein schon in den Mund gelegt wurde, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Zitat von ihm ist, aber wie er gesagt haben soll, Zeit ist relativ. Das ist halt. Oh, nice. Von den Kisten aus. Ganz schön stabile Kisten. Eigentlich liegt das an jedem selbst irgendwie seinen... seine Definition von Tag und Nacht. Das ist halt prinzipiell ja. Take a moment, relax, and remember with Radio Nostalgia. Ich versuche mal ein bisschen noch rumzukommen. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Da ist das Loch. Wir sollten hier mal. Nicht zu gerade schießen, sonst landet es im Wasser. Das sieht gut aus. Das ist sehr schön.
Da sind wir. Am Loch. Und eingelocht. Nice. Eichhörnchen von Alpha. Ja, aber. Und das Spiel, das kenne ich aus der Demo, die Map. Damit hören wir mal halt auch auf. 18 von 35, auch gibt es 35 Maps. Interessant. Gut. Na dann. Ich würde sagen, soll es das heute auch gewesen sein? Soll es das für heute gewesen sein? Nach 5,3% der Spieler haben die Augenschaft daher erreicht. Nice. Weil wir kurz Pause gemacht haben und auf das Herz geguckt haben. Sehr schön. Was Exklusives. Ist ja fast hier wirklich auf den Kanal. Ist ja. Kann man ja fast von ausgehen. Bei 5,3% der Spieler kann man ja fast denken, dass das auf meinem Kanal exklusiv ist. Bis es Gronkh spielt. Ja, genau. Gut, ich würde sagen, für heute schicke ich euch noch einen Endcard. Und rate noch rüber zu jemandem. Und dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Wenn mich nicht alles täuscht, zu It Takes Two. Muss ich mal einen Plan gucken. Schauen wir auf den Plan. Was machen wir am Sonntag? Morgen ist Podcastaufnahme. Oder auch nicht, mal schauen, je nachdem, wie es mir morgen früh geht. Ja, Sonntag wird It Takes Two gespielt mit Molly wieder. Müssen wir schauen, ob wir die nächste Podcast-Folge vielleicht ausfallen lassen. Mal schauen, ob wir die aufnehmen. Je nachdem, wie es mir dann geht. Ob die Nebenwirkungen reinkicken oder ob es... Oder eben nicht. Oh, ich sehe gerade auf Steam... auf Twitch. Pokémon Legenden Arceus ist rausgekommen. Es streamt so ziemlich jeder Pokémon Legenden Arceus gerade auf Twitch. Gefühlt zumindest. Ich würde aber mal sagen, wir raiden heute den Mickey. Der macht den Pyjama Mickey. Der macht gerade auch Just Chatting und spielt dann nachher noch was. Pyjama Mickey. Da reden wir gleich noch rüber. Bleibt noch dran für den Raid. Kommt noch mal drüber zum Mickey. Und ich sag danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Am Sonntag wieder. Bis dahin. Habt noch eine tolle Zeit. Habt einen tollen Samstag, habt ein tolles Wochenende. Wir sehen uns dann Sonntagabend wieder. Ich sag, ich bin raus. 2G out. Ich übergebe an Mickey. Pyjama Mickey. Bis dahin. Ciao.